So, herzlich willkommen zurück zu einem, ja, seit langem mal wieder weiterspielenden oder weiterführenden German Carpeten Server Let's Play. Ja. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mit der Kamera gerade glücklich bin. Ich habe die ein bisschen beschnitten, sodass die jetzt im 1 zu 1 Format aufnimmt. Aber ich weiß nicht, ne? Gerade wenn ich zum Beispiel winke, sieht man das gar nicht mehr. Vielleicht keine so gute Idee. Ich lasse es erstmal. Ich lasse es erstmal. So. Carpeten. Ich habe schon, also ich weiß, ich habe Carpeten. Oh Gott, das ist ja. Holy moly. Da haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Ist ja schon ewig, ja. Und ich sehe auch gerade auf dem Schlauch, welche Nummer das ist. Kapitän müsste der Nuller sein, oder? Weil wir ja sehen. Ich kann auch einfach mal gucken hier. German. Kapitän. Er ist die Null. Sehr gut. So, also du. Ja, da sieht man mal, wie weit er runter ist in der Liste, wie lange wir schon nicht mehr gespielt haben auf dem. So. Okay. Nee, das sieht falsch aus. Warum sind wir hier? Was tun wir hier? Doch, so richtig. Alles gut. Ja, klar, genau. Ist ja unsere kleine Hütte hier. So. Unsere Felder sind auch noch da. Ja, das ist ja klar. Ist ja alles geschütztes Gebiet. Ich war gerade so ein bisschen so im 2B2T-Style. Ne? So frei nach dem Motto: Oh mein Gott, mal gucken, was hier alles gemüft wurde. Aber das ist ja der gute alte Server. Was haben wir hier gemacht? Ich weiß noch nicht, wir werden wahrscheinlich keine ganzen 6 Folgen Carpeten Let's Play aufnehmen, also German Carpeten Server Let's Play aufnehmen. Werden vielleicht eher so 3 Folgen hier und dann 3 Folgen auf dem Isarwild Server, da haben wir auch angefangen. Hier ist ein Loch. Ach, ich liebe diese Torch Mod, dass man jetzt hier einfach sehen kann, ohne dass man eine Fackel anbauen muss. Jetzt rein. Was haben wir denn hier? Aha. Okay. Das sieht jetzt gegraben aus. Na gut. Achso, dann hatte ich zugemacht, damit hier keine Monster reinkommen wahrscheinlich. Oder durchkommen. Boah, der war. Dann war Kohle. Interesting. Ich hoffe auch mal, soundmäßig klappt alles. Ja, okay. Soundmäßig klappt alles. Wunderbar. Da bin ich immer so ein bisschen, ne? OBS macht da teilweise komische Sachen. Der wechselt dann die Soundquellen und bringt alles durcheinander. Und dann versucht er irgendwie von einem Mikrofon Sound aufzunehmen, was gar nicht mehr vorhanden ist. Oder irgendwie so. Okay, hier. Was ist hier los? Treppe auf Treppe. Interessant. Ja, also hier haben wir noch nichts Großes gemacht. Interessant. Wir haben Kupferwerkzeuge. Was mich dazu vermuten lässt, dass wir hier noch nicht allzu weit waren insgesamt. Erstmal hier reparieren, ne? Schon besser. So. Genau, Hungermut haben wir ja nicht mehr. Das funktioniert ja leider nicht so, wie es sollte. Okay. Dann lass mal gucken, was wir jetzt hier machen. Haben wir ein bisschen? Ja, haben wir. Das irritiert mich. So. Okay. Wenn du das sagst. So. Und wir sind wieder an der Oberfläche. Sehr geil.
Wieso stockert das Bild bei OBS? Mein Spiel läuft wunderbar flüssig, aber bei OBS sieht es so aus, wie als wenn es nicht so flüssig läuft. Was ist los, OBS? Warum hat OBS gerade nur 20 Bilder pro Sekunde? Wait a second. Das ist ja hier 20 Bilder pro Sekunde. Was ist denn los? Die CPU ist auch extrem ausgelastet. That is interesting. Okay. Ne, an der Kamera liegt es nicht. Wobei, jetzt habe ich immerhin 30 Bilder pro Sekunde. Oh, sie liegt tatsächlich an der Kamera. Ich meine, 30 Bilder pro Sekunde ist jetzt auch nicht so viel, aber goddammit, was ist mit OBS los? Da dachte ich, ich kann mal ein bisschen was aufnehmen und OBS macht schon wieder hier komplette Macken. Ja, suspekt. Okay. So. Wenn wir schon mal hier sind. Gibt es hier keine weiteren Sachen? Wieso haben wir hier nur die beiden Sachen drauf? Alter, das sieht ja bei der OBS-Vorschau diese katastrophal aus. Das sieht ja aus wie, ich weiß nicht, 10 Bilder pro Sekunde oder sowas gefühlt. Holy shit. Ja gut. Hier waren Blätter drinne. Die Kisten haben wir ja oben. So, da haben wir nur Weizen und hier haben wir tatsächlich nur Weizen. Gibt es hier die Farming-Mod nicht drauf? Oder hatte ich die nur auf dem Etherwheel-Server drauf? Nee, doch, die Farming-Mod müsste ich doch auf allen Servern drauf haben. Wieso haben wir hier nur Wheat? Die ist doch ja nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, unser erster Staatsauftrag ist hier mal ein bisschen Stuff suchen, ne? Wir haben ja nur Weed. Die Sache ist, wahrscheinlich hatte ich das Let's Play angefangen, bevor ich die Farming Mod installiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die installiert habe. Aber scheinbar erst danach. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in ein Gebiet gehen, wo wir vorher noch nicht waren. Weil ich sehe ja auch nichts, was irgendwie an der Farming Mod erinnern lässt. Das heißt, das ist wahrscheinlich wirklich der Grund, weswegen wir nur Weed haben. Das ist hier noch nichts anderes gab. Okay, dann müssen wir mal gucken. Die Sonne. Ah ja, steht da still. Ha. Die Wolken. Kann ich mal von dem Himmel sehen hier? Was ist das für eine Riesenwolke? Ja gut. Dann halt nicht. Was ist hier los? Achso, ja genau. Ach, an das hier erinnere ich mich auch noch. Das war ja, da haben wir krampfhaft versucht, irgendwas zu finden. Und haben genau gar nichts gefunden. Und da unten ist noch eine Fackel. Sehr gut. Gut, dann halten wir uns einfach mal am Ufer. Weil ich wollte mich gerade an den Wolken orientieren. Aber die Wolke ist so riesig, dass ich keine Ahnung habe, in welche Richtung sie sich bewegt. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Super, super geil. Ich bin mit OBS gerade irgendwie nicht zufrieden. OBS sagt, dass er angeblich über 20 Bilder pro Sekunde hat. Was auch schon wenig ist. Aber es sieht bei OBS aus, wie als wenn es ultra stockern würde. Was ist denn gerade mit OBS los, Digga? Das ist doch. Ich habe 60 Bilder pro Sekunde im Spiel. Und OBS sagt einfach nur so, nope. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Keine Ahnung. Das ist Katastrophe mit OBS. Naja. So, da hinten haben wir ein bisschen Dschungel. Wobei, hier waren wir doch schon in der Gegend, oder? An den Dschungel kann ich mich sogar ein bisschen ganz grau erinnern. Wir machen mal Folgendes. Ich komme mal hier ein bisschen Holz. Dankeschön. So, den Baum pflanzen wir hier auch mal direkt wieder ein. Ungefähr so. Ist da Licht? Natürlich kein Licht.
Und dann bauen wir uns mal ein kleines Bötlein und schwimmen wir da in die Richtung. Boot. Boot mit Suppengrün. Das war immer so. Sehr schön. Danke, danke, danke. Und let's go. Tschüss, Heimat. Ich werde dich nie wiedersehen, weil wir uns garantiert hart verfahren werden. Guck mal, da sind Löcher. Ja doch, genau. Löcher in der Luft. Oh, da ist eine fucking Neon Cat. Are you kidding me? Im Wasser habe ich sowas ja noch nie gesehen. The fuck? Na gut, wahrscheinlich, weil das Wasser hier so extrem tief ist. Ist das für ihn quasi schon Höhlengebiet? Alter, geil, eine Neon Cat einfach im Wasser. Das Problem ist halt, wir werden sie halt nie erreichen können, ohne von Feuer zu ersticken. Das ist euch doch hoffentlich klar, oder? Was sind die jetzt? Also ziemlich unter mir. Kommen wir da ran? Alter, wir werden noch hart sterben. Wir brauchen eine Idee. Wir brauchen irgendwie was, womit wir da unten atmen können. Leider gibt's. Hieß, ich müsste mal gucken, ob es für mein Test eine Taucheranzug-Mod gibt. Sowas wäre halt geil. Ah, wir gehen einfach mal runter. Oh mein Gott, Atem. Ja, komm, guck mal, der Atem stinkt viel zu schnell. Das können wir im Leben vergessen. Nee. Ja. Ich hab ne. Wir haben Schieden. Ich hatte gerade die Idee, wir können ja hier einfach so ein bisschen, irgendwie eigentlich. Ein bisschen Sand fallen lassen, aber um Sand zu platzieren, muss ich erstmal einen Block haben, wo du gegenbauen kannst. Jetzt geht also auch nicht. Ich wollte quasi erstmal Sand fallen lassen, so dass wir hier so einen Kackstift haben aus Sand. Und an dieser Sandsäule wollte ich dann Leiter ranbauen. Aber erstens wäre das halt hart cheaten, ne? Weil ich meine, funktioniert halt, aber. Aber das Problem ist halt, wir können den Sand halt hier nur so gegenbauen. Wir können hier gar keinen Sand platzieren, weil hier nur Wasser ist. Das ist natürlich. Und gegen Boote können wir Sachen nicht bauen. Das ist ja ein Objekt. Und kein Node. Also, wir setzen uns einfach auf. Genau. Das heißt, diese Neon Cat wird wohl oder übel. Erstmal unten bleiben. Wo ist denn die jetzt? Ja, ich sehe sie nicht mehr. Hä? Moment mal. Ach da. So, das heißt, wir müssen. Das ist unsere Heimat. Wir müssen uns irgendwie versuchen, vom Strand dahin zu bauen. Das wird auch nie im Leben funktionieren. Oh mein Gott, das wird eine Expedition. Komm, wir gehen mal direkt da an den Strand. Wir haben da ja Baumaterial. Auch Holz genannt. Ist das geil? Ah, wir sind vom Strand aber nicht mehr. Ja. Aber wir wissen ja zum Glück, wo sie ungefähr ist. So. Da so ungefähr müssen wir hin. Das heißt. Wie bauen wir uns jetzt da am besten bis da hinten hin? Könnte ich ja nicht einfach irgendwo einen Stöpsel entfernen und das gesamte Wasser abfließen lassen? War das nicht irgendwie so? In der Badewanne funktioniert sowas. Absolut keine Ahnung. Wir müssen uns halt einen Tunnel basteln, ne? Nur wie wollen wir im Tunnel da hinten hin navigieren? Ein bisschen erstmal gucken, wie tief das Ding ist, wie tief wir den Tunnel bauen müssen. Und müssen dann hoffen, dass wir auch nur ansatzweise in die richtige Nähe kommen. Okay, ich habe eine Idee. Dazu müssen wir aber erstmal gucken, dass wir auch auf die gleiche Höhe kommen. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, wo das Ding genau ist. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir auch genau gerade auf die Bäume hier drauf zu segeln. Und so wie ich das sehe, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir sind schon relativ gut. Okay, doch. Okay, cool. Okay, cool. Das sieht doch relativ gut aus.
So müssen wir hin. Und jetzt muss ich einfach nur. So. Ach, diese Steuerung von dem Boot ist halt so behindert. Wer findet denn diesen Dreck? Okay. Das Problem ist, wenn du nach links drückst, dreht sich das Boot nach links. Aber wenn du dann beim Bremsen bist, dreht sich das Ding auf einmal nach rechts, obwohl du immer noch nach links drückst. Also, ist ja Katastrophe, ist das ja. Bam. So, das Loch kann wieder zu. Dann müssen wir hier bauen. Und hoffen, dass wir, wenn wir nach unten bauen, direkt straight nicht irgendwo rein klatschen. Ich baue mich mal, es ist sowieso ein bisschen dumm gerade. Da ist das Wasser, das heißt, wir bauen mal hier so lang. Geht mal her. Haben wir A ein bisschen Holz und B ein bisschen Licht. Oh, ich freue mich schon, wenn Minecraft Version 5.5 draußen ist und wir dann endlich mal so dynamisches Licht haben. Dann aktiviere ich auf meinem Server auch wieder diese Zeit weitergehen. Also hier Timespeed ungleich 0. Weil das mit den Schatten, hat es mir halt schon hart angetan. Ne? So. Da ist das Wasser. Da ist auch das Boot. Interessant. Wir werden allerdings erstmal eine Weile runterbauen müssen. Holz haben wir ja dabei für ein paar Leitern, dass wir uns wieder hochbauen können. Ich werde aber mal die Leitern schon mal vorher bauen, damit wir nicht aus Versehen out of Leitern gehen, ohne es zu merken. Für Leitern brauchen wir zweimal so viele Stäbe wie. Das müsste so funktionieren, oder? Ach ja, wow. Leitern sind ja nur aus Stöckern. Das ist ja diese komische Siebenformation da. Ja, damit. Ja, damit. Da. 7, 7, da 7. Wie war das? Du nach da, du nach da. Haben wir 46. Wow, sieht gut aus. Ach, was ist 95? Wir lassen erstmal 95. So, könnte vielleicht sogar schon reichen. Hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so viele Leitern rausbekommen. Leitern sind doch wesentlich preiswerter, als ich dachte. Sehr schön. So, dann haben wir schon eine Leiter, können wir wieder rausgehen. Sehr schnieke. Warum ist es da hell? Ist da Lava? Nee, kann ja gar nicht sein. Ach ja, ist ja dieser komische Lightning-Bug von meinem Test, dass wenn es dunkler wird und du den zur Seite baust, also zum Beispiel hier in die Seite reinbaust, da, dass es dann wieder heller wird. Warum auch immer. Also ich meine, ich kann mir schon denken, woran es liegt. Und zwar, will ich das jetzt erklären? Eigentlich nicht wirklich. Ich kann es ja mal versuchen, so zu erklären, dass es vielleicht Leute außer mir verstehen. Wenn du hier runterbaust, dann denkt ja mein Test, ne, du hast eine Spalte, ein Block breit Platz, damit das Licht runterkommt. Das heißt, du hast hier unten so viel Licht, wie halt bei einem Block rankommen würde. In dem Moment, wo du aber hier zwei Blöcke breit baust, denkt er hier, aha, okay, weil hier Licht ist, ist hier auch Licht. Und gleichzeitig, weil aber hier und hier Licht ist, ist es hier in der Mitte heller, weil ja hier zwei Blöcke angrenzend sind, die Licht haben. Und dementsprechend wird es dann hier in der Mitte halt heller. Obwohl ja eigentlich, ne, weil normalerweise wäre halt im Echten hier komplett Schatten. Das heißt, aber ist halt bei meinem Test nicht so. Ja. Ich finde es übrigens immer schön, wie unser Boot immer aufblitzt, wenn wir noch umgucken. Jetzt bleibt es gerade. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Ach ja. So, wollen wir mal erst einen Versuch wagen, in die Richtung zu buddeln? Ist wahrscheinlich noch viel zu hoch. Buddeln wir noch ein bisschen in die Tiefe. Lalalala.
wie wir hier aber auch echt überhaupt keine Rohstoffe haben, ne? Nicht mal Kohle. Das ist doch. Dieser Kap. Oh, okay. Man muss sich nur beschweren. Schon kommt Kohle. Yay. Ja. Dieser Carpentin-Map-Chat ist echt geizig. Mir fällt gerade übrigens auf, wir haben überhaupt keine weitere Spitzhacke dabei. Nö, haben wir nicht. Aber wir haben eine Steinhacke. Reicht doch aus. Mehr hatten wir früher auch nicht in der DDR. Ach, das ist eine Hacke. Keine Hacke. Doch, ist eine Hacke. Steinhacke. Weg. Danke. Das brauche ich. Ach so, das Ding heißt Spitzhacke. Weil eigentlich heißt das Ding, was wir gerade weggeworfen haben, Harke. Also mit R. Zumindest, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich da jetzt komplett einfach nur dumm bin und meinte, es recht hat. Wäre nicht das erste Mal. So, wie man sagen, wir sind jetzt relativ tief. Wir graben immer mal in die Richtung hier und hoffen, dass wir richtig rauskommen, ne? Das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt gerade dreimal Kohle gefunden haben, können wir auch den Tunnel hier gleich ausleuchten. Weil ist jetzt hier gerade ein bisschen hart dunkel und ich höre hier Wasser total laut, so richtig penetrant laut. Fackeln haben wir genug, noch zwei. Wir können aber gleich mal noch weitere bauen. Oh, wir haben sogar viermal Kohle. Warum das? Ist ja auch egal. Weg damit. Also Kohle finden wir zumindest. Und Sand. Ist das schon ein Meeresgrund? Kann halt voll sein, ne? Nee. Da müsste jetzt direkt Wasser von oben kommen. Tut's aber nicht, das heißt, wir sind hier nicht auf Meeresgrund. Nee, ist nur eine Höhle. Also eine Ansammlung von Sand. Hä? Wow. Sagt man heutzutage ist kein Verlass mehr hier. Ey. Ich sag's ja, DDR-Technik hier. Warte, los. Hey, komm her. Danke. Und gleich noch eine. So schnell wie die brechen. Nice. Also kohlemäßig sieht es echt gut aus, ne? Ja, wahrscheinlich müssten wir hier für andere Rohstoffe genauso machen wie bei dem Kreativ-Server Let's Play. Dass wir einfach so ein 4x4, also so ein 4 breiten, also so 2x2 Schacht einfach tief in den Boden rammen. Damit wir da wirklich signifikant Rohstoffe einsammeln können. Ich habe übrigens mittlerweile, das könnte ich mal zeigen, könnte ich mal hart zeigen. Aber nächste Folge vielleicht. Ich habe nämlich auf dem Kreativserver ein schönes neues, eine schöne neue Mod installiert. Wisst ihr, muss ich übrigens noch ins Forum schreiben. Da.
Es ist so lang, Alter. Sag mal, sind wir schon viel zu tief und graben uns gerade unter das Wasser durch? Von daher, guck mal, die Leiter ist noch relativ nah. Wir sind einfach nur ultra langsam. Dieser Kackholzspitzhacke hier. Ah, kaputt ist sie auch schon wieder. Ach ja, das gute Steinwerkzeug hier. Überall Kohle. So, später gehört er immer auf die 2. Sonst kriege ich mir hier dumm und dämlich. Nice. Kombinieren wir hoch, ne? Wir haben jetzt ein paar Leiter. Oh. Ist das jetzt hier Wasser? Ja, hier Wasser. Nice. Du kommst by the way mal da so hin. Bitte sei Wasser. Ja, es ist Wasser. Geil. Nice. Okay. Nyan Cat? Ich sehe keine. Da hinten! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wir schicken ihn gleich. Oh, think schneller, wir brauchen Luft. Oh mein Gott, er ist nicht tot. Warum klingt das immer wieder, wenn ich auf Metall haue? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das heißt, wir müssen sowohl tiefer. Ich mache jetzt keinen Final Fantasy 7 Witz. Als auch noch weiter in die Richtung. Das waren ganze Stücke. Wir haben vom Schätzen her nicht mal die Hälfte. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Hause und gucken, ob wir mal noch ein bisschen mehr Stahlwerkzeuge haben. Mit der Steinaxt, Digga, wir brauchen ja 50 Äxte für. Also, Spitzhacken. Das geht ja mal gar nicht. Guckt euch an, dieses Wasser da hinten. Ich könnte die ganzen Fackeln mitnehmen. Ah, scheiß drauf. Drauf geschieselt. Yay. Mach hinne. Das dauert ja ewig. Hey, Boy. Yay. Ach komm, bin in das Boot. Was? Guck mal, da sind Äpfel. Na, wie gesagt, Hungermod gibt es ja eh keine mehr. Was ja ganz geil ist, weil damit können wir quasi mit den Äpfeln direkt unser Leben auffüllen, was halt direkter ist, wie ich jetzt gerade schon sagte. Das heißt, wenn wir wirklich fast tot sind, dann müssen wir nicht erst Äpfel essen und hoffen, dass wir schnell genug geheilt werden, sondern wir werden quasi instant geheilt. Was definitiv vom Vorteil ist. Das heißt, die Äpfel sind quasi wandelnde Health Potions, wenn man so möchte. Aber hier im Waldgebiet stockert die OBS wieder. Was ist denn los mit diesem OBS? Ich habe keine Ahnung. So, wir müssen nach da. Da wir schon 2 Leben abgezogen bekommen haben, machen wir mal hier so und dann. Yay! Schon sind wir wieder fit. Da geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Müssen wir gleich schon rauskommen, ne? Hi,
Hallo, liebes Haus. Haus, wo bist du? Wo ist unser Haus? Ach, da. Hier kommen wir nicht lang. Boah, Alter, muss ich hier echt durchs Wasser. Scheiß jemand an. Kacke. Arsch. Bitch. Bitch. Okay, du kannst jetzt mal weg hier. So. Dich will ich nie wieder sehen. Du bist eine Katastrophe, bist du. Unsere ganzen Äpfelbäume hier. Holy moly. Ah, ist ja geil. So, hinterher haben wir hier keinen, ne? Nö. Müssen wir so einmal ums Haus drum herum und dann hier rein. So. Interessant. So, was haben wir denn hier für Materialien? Wir haben sogar Eisen. Warum haben wir denn kein Eisenwerkzeug, wenn wir Eisen haben? Interesting. Gut, wir bleiben aber wahrscheinlich doch mal ein bisschen bei Bronze. Da würde ich mal sagen, machen wir uns mal so, ja, so 10 Spitzhacken kann nicht schaden. Was? Eigentlich wollte ich, dass er. Habe ich das rausgenommen? Achso, stimmt ja. Rechtsklick das reinpacken. Easy. Dann war hat da habe ich gerade aus Versehen das Richtige gemacht. Perfekt. So, haben wir jetzt ganz viel Eisenwerkzeuge. Wir haben ein bisschen was zum Futtern dabei. Das heißt, wenn wir jetzt Schaden bekommen. Jetzt können wir jetzt wirklich direkt runtertauchen, ne? Weil das ist nämlich das Schöne, bei Direktheilung können wir quasi schneller essen, als wir Schaden bekommen. Das heißt, wir können quasi einfach runtertauchen und die ganze Zeit ersticken und es macht uns überhaupt nichts aus. Das ist eigentlich geil, können wir doch tauchen einfach. Ja. Sehr schön. Guck mal, hier läuft es jetzt fließend bei OBS. Obwohl es auch Wald ist. Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier meint, der zu mir möchte. Oder OBS. Oder beides. Jetzt läuft es fließend. Jetzt habe ich 40 Bilder pro Sekunde. Was läuft denn hier ab? Kann sein, dass OBS da hinten mit den Bäumen. Aber auch keinen Sinn. Ah ja. Wir haben ja letztens schon mal gesehen, dass OBS bei den komischen anderen, bei der komischen anderen Welt, die ich da gemacht habe, auch nicht ganz klar kam mit. Von daher, bei OBS hinterfrage ich einfach nichts mehr. Das ist so sinnfrei. Ich meine, ja, OBS ist schön, weil es viele Fähigkeiten hat. Zum Beispiel halt direkt dieses, dass ich halt direkt die Kamera einblenden kann und auch die ganzen Szenerien hier machen kann und sowas alles, aber die Frame, ja, 14 Bilder pro Sekunde bei OBS. Na nee, ist klar. Ja, wie gesagt, die Framerate-Stabilität bei OBS ist echt Katastrophe. So, dann machen wir mal eine Spitzhacke. Und let's go. Scheiße. Darf es noch ein bisschen Schotter sein? So, wenn wir sagen, wir machen mal hier noch Dinger wieder hin, damit wir Glättern anbauen können. So. Und dann bauen wir jetzt mal wieder Glättern an hier. Mit dem Text. Wobei ich würde mal sagen, weiter geht's erstmal in der nächsten Folge. Oh, nee, ist klar. Ja, dann würde ich mal sagen, da sieht man sich irgendwann mal und wenn nicht, dann nicht.